Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren Update beim Thema Erdbeeren. Und wie ihr euch es denken könnt und wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen habt, ja, die ersten Erdbeeren sind am Blühen. Und wir haben angefangen am 2. April. Wir haben jetzt Mitte Mai. Hier sehen wir dicke Blütenknospen. Zu den Blühenden kommen wir noch. Sind wir jetzt ganz gut in der Zeit? Ich habe ja gesagt, nachdem man die Frigo-Erdbeeren eingepflanzt hat, jetzt gehen wir hier noch an der Passionsblume vorbei, beziehungsweise an einem Maracuja, aber da gibt es demnächst auch wieder ein Update. Wie ich gesagt habe, bei den Frigo-Erdbeeren ist das so, hier sind nochmal dicke Blütenknospen, dass sie Früchte nach 10 Wochen liefern. Im Moment sind noch nicht alle Sorten am Blühen, also die kleineren Sorten, die brauchen noch ein bisschen, bis sie entsprechend die Blüten soweit haben, aber man sieht schon dicke Blütenknospen. 10 Wochen bis zur ersten Frucht. Wir sind jetzt bei Woche 6, nachdem ich sie ausgepflanzt habe. Heute der 15. Mai. Am Anfang war es halt der 2. April, wo ich sie ausgepflanzt habe. Hier hat man schon mal ein bisschen weiße Blütenblätter wahrnehmen können in der Blütenknospenmitte. Aber das war noch nicht alles. Hier sind noch mal dicke Knospen. Und wir kommen jetzt so langsam zu den Pflanzen, die am Blühen sind. Hier richtig toll entwickelt, wie ihr seht. Und jetzt werden die Pflanzen immer größer und immer größer und immer dicker. Und hier sind auch schon richtig dicke Blütenknospen. Genauso wie hier. Also die werden dieses Jahr mega viele Erdbeeren bringen. Und jetzt kommen wir zu den Pflanzen. Der Senga Sengana, die Sorte, die am schnellsten zur Blüte gekommen ist. Hier eine richtig schöne, ja, halb oder ein Drittel offene Blüte. Hier ist eine halb offene Blüte, richtig viele Blütentriebe, und schaut euch mal die Pflanzen an, wie groß die sind. Das ist mal richtig klasse. Und auch im zweiten Kübel sehen wir, dass hier die Blüten schon langsam am sich öffnen sind und immens viele Blütentriebe vorhanden sind. Bedeutet, das dauert nicht mehr so lange, bis hier dann auch die ersten kleinen Erdbeeren hängen. Und da wir jetzt aktuell bei Woche 6 sind, haben wir ja noch bis zur Woche 10, wo dann die Früchte dran sein sollten, 4 Wochen. Und das ist einfach, sollte das Wetter mitspielen, eine einfache Sache. Senga Sengana ist die erste, die hier die Blüten geöffnet hat. Und ihr habt gesehen, bei den anderen Pflanzen, das kann nicht mehr so lang dauern. Das sind vielleicht noch 3-4 Tage und dann ist es entsprechend auch soweit. Jetzt wisst ihr, das neueste Highlight beim Thema Erdbeeren. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Erdbeeren, Frigo, Erdbeeren, Kultur im Kübel und so weiter, ihr seht, hier wachsen ja einige, und schreibt das gerne in den Kübel. Daumen hoch, Kanal abonnieren, damit ihr kein weiteres Erdbeervideo mehr verpasst. Bis zum nächsten Video und tschüss.